Servus Leute und zurück zu einer neuen Folge Xenoblade. So, wir haben den Söldnerauftrag abgeschlossen und sollten jetzt zum Gasthaus zurückkehren. Und sind wir jetzt auch angekommen. Ziel von Fracht rausgefunden. Die Fässer werden also zu einer Anlage in der Brustgegend des Titanen von Mor Aydin geliefert. Ja, die Beobachter berichten, dass irgendwann einige Nupon auftauchten und sie dorthin brachten. Das sollten wir wohl dem Flammenbringer melden. Ich glaube auch. Die Palastwachen sollten uns ja zu Murak vorlassen, korrekt? Sowas abgemacht. Na, hoffentlich werden wir stattdessen nicht wieder umzingelt und angegriffen. Moment, eigentlich ist es gar nicht witzig. So, okay. Abgeschlossen. Okay, wir sollen mit der Wache sprechen, aber erst würde ich sagen, übernachten wir mal, weil ich habe ein bisschen gefarmt, Leute. Also ein bisschen Monster gefarmt. Wir machen einen kurzen Aufenthalt. Und dann schauen wir doch mal. Yeah, I'm feeling stronger than before. Tora feels stronger. I'm stronger than this, you know. Much stronger. So, Level 35. Na. Good morning. I hope I didn't snore or anything. Alles klar. Schauen wir bloß noch mal, ob es hier noch irgendwas gibt in der Kiste oder so, was wir noch looten können. Nicht. Und noch eins hoch. Es ist alles verwinkelt hier, Wahnsinn. Oh, hier ist zum Beispiel was, ein Schatz. You're all mine. Ah, Transferprotokoll. Mit denen könnten wir ja die Klingen transferieren, aber das machen wir jetzt noch nicht, wir benötigen es jetzt noch nicht. Also warten wir da noch ein bisschen. Schauen, ob es hier noch irgendwelche Kisten gibt. Hier wird es runtergehen und da hinten wird es weitergehen. Geschlossener Zaun, können wir das öffnen? Puppy Power! Wow! Okay, können wir öffnen? Nächstes Mal irgendwas, was wir öffnen können. Hier hatten wir vorher einen Kampf, oder? Genau, hier hatten wir den ersten Kampf. Aber was gibt's denn hier, wenn ich hier den öffnen kann? Nichts gibt's hier. Ja, und da unten ist ein Harmoniegespräch anscheinend. Dann springen wir gleich mal runter. Wir müssen eh hier runter. Dann machen wir das gleich. Aber ich werde es jetzt nicht vorlesen, weil die werden wahrscheinlich wieder alleine quatschen. Lest einfach dann mit. My lady, over there, the capital's standing army. I see him. Let's keep our distance, yeah? Best let sleeping goggles lie. Good call. Be not alarmed. The troops that captured us were Ardanian military, yes. Those aren't the same?
Quite different, in fact. One can learn many things while in a Titan battleship's brig. Damn. They checked me into solitary, so I don't know anything. It does seem they have separate procedures for blades and drivers. In any case, once I abandoned thoughts of staging a breakout, I... Did you hear anything else? Let me think. The soldiers over there are, as I said previously, but those other ones actually belong to the First Imperial Guard. Huh. What's the difference? Beyond the bridge is Hardhay Palace, the Imperial residence. Oh, I've got it. The palace guards belong to a different unit. Of course. Indeed. Then, above the Imperial Guard rank and file, you have the Carrick Special Guard unit. And higher yet, the Special Inquisitor, the Flamebringer herself. Wow. Ah, Miesman. I could never deal with all this hierarchy crap. Ever heard the expression, know thy enemy? Nia, how was Torna organized? Torna? It was all centered around Jin. Not ex- but we all had our assignments. What was yours, Nia? I was... Naptime specialist. Shit it. I was a general support. I haven't been there long, so I mostly just helped out with whatever. Huh. Not much of a change, then. It is as you say. Stop making it sound like I'm some useless layabout. I mean, I can make brisket dumplings and stuff, so... Well then, maybe we could cook something together. Mm-hmm. Okay, you're on. My lady, are you sure that... Both of you will sing a different song when I stuff your faces with my food. You had best steel yourself, Master. My lady's cooking is not what anyone would call conventionally tasty. Oh. Maybe I shouldn't have riled her up. Okay, wieder ein Harmoniegespräch geführt. Sehr schön. Und jetzt will ich sagen, gehen wir doch mal... Ja, sprechen wir schon mit dem hier. So, da sind wir ja schon mal lang gegangen, aber sind wir anschließend auch zurückgeschickt worden. Wir konnten da vorher noch nicht lang, aber jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ist er schon? Kanku. Hallo, wie kann ich euch weiterhelfen? Also, die Sache ist die. Verstehe, nun haben wir bereits Meldungen von der Sonderkommissarin Morak erhalten. Die richtige Annahme, dass ihr etwas über die künstliche Klinge in Erfahrung bringen könntet, konntet? Ja. Dann sollte die Kommissarin schnellstmöglich davon erfahren. Wartet hier. Okay, dann warten wir doch mal kurz. Da ist er auch schon. I see. There was indeed once a factory there. However, it was abandoned some 30 years ago. So, you think we've got him? We can't be certain unless we investigate. Shall we go? You? We won't do anything reckless. If it seems dangerous, we'll turn back. How's that sound? Hmm. To tell the truth, it would be difficult for me to dispatch the military so quickly. Would you? Sure thing. Now, let me share what information I have found. There are rumors about town that an esteemed Nopon merchant is involved in this affair.
an esteemed Noppon merchant? Chairman Banner? Well, we're currently searching the transaction records. If we find anything, we'll inform you. Pretty busy, eh? I don't deny it. I will head to the location myself as soon as I am able to mobilize some troops. All right, then. Okay, jetzt muss ich zu der Fabrik. Wo ich, glaube ich, vorher schon mal drin war, da hatte ich gefarmt offscreen. Und da sind ein paar 80er Mobs drin. Okay, ich wollte jetzt noch schnell schauen. War das Magentum? Genau, das wollte ich noch machen. Schicken wir die mal los. We are Ursula's new groove. And we'll do what we... So, das dauert mal nicht so lange. Dann muss ich noch schnell die Klingliste aktualisieren. Weil Isuzu wollte ich eigentlich nicht dabei haben. Dann nehme ich mir doch dann lieber... Azami noch mit für einen Angriff. Together at last. Okay, der muss. Komm, wir nehmen noch. Ah, da habe ich noch nichts. Boreas. Okay, ich hoffe, dass er ein bisschen mithält. Ich weiß gar nicht, ob es was bringt, weil wir haben eigentlich schon dort einen Heiler in der Gruppe drin. Lassen du. Mausi. Meine Frau schmust gerade mit der Katze. Und die Katze schmust mit meiner Frau. Wir jetzt hier schon weiter oder wie? Wir brauchen doch aber dort einen Schlüssel, glaube ich, irgendwie, oder? Hm.
Schauen wir mal, ob wir hier durchkommen überhaupt. Abgeschlossen. Ach du. Ja, more Ideen. Wie soll ich denn da durchkommen? Brustbereich. Moedin. Soll ich denn da rüberkommen? Kann mir das mal jemand erklären? Und genau dort müsste ich eigentlich lang. Oder ich komme... Schauen wir mal dorthin. Mama, off we go. 83 Meter, das könnte eigentlich hier... Vielleicht kommen wir hier irgendwie durch. Wie gesagt, hier war ich eben schon einmal drinne. Come out, come out. Aber das sind halt dort, wo es noch draußen geht, sind da gleich mal 85er. Okay, bring it on. Möpse. Dang, it's found us. War die nicht lang? Ach, muss ich die jetzt wirklich fertig machen, oder was? Resettest du jetzt oder resettest du nicht? Okay, resettet. Okay, dann schauen wir nochmal weiter. Vielleicht komme ich ja doch irgendwie hier durch. Hier in dem Raum war ich auf jeden Fall schon. What have we here?
Okay, hier weiter nicht. Alter Installationsdurchgang. Okay, hier ist neu. Okay, hier ist es. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Sehr schön. Altidin. Okay. Dann können wir hier auf jeden Fall ein bisschen leveln. Okay, time to take you down. I can take care of myself. Steady, drill. Kommt leer so, wenn wir hier. Was ist denn der? Da unten. Okay, so fast auch ab. Okay, Ursula ist auch schon wieder da. Wo ist sie? Here's what we got. I've still got room to improve. Nudelsuppenvertrag. Also in die drei gehen, das passt. Just remember to have fun. I won't let you down. I hope, at least. Wir haben noch ein bisschen Heilung zusätzlich, das ist nie verkehrt. Dort oben sind auch noch zwei Maps hier. Wollen wir die auch gerne down? Watch yourself, Rix! Mind you don't fall out, Gram! Rix! Steady! Fire! Well, maybe you're not. I like your ass! Quicken arts! Why not? Why not? Right! It'll be fine. Maybe we'll get out of this. Maybe we'll get out of this.
activated. Thanks, Puppy. Now I'm spinning. Fired. Oh, cut off. Sent protocol activated. Ow. Thanks for the support. Short. For sure. The enemy's element is now fire. Defense protocol. I'm not going to move your feet. Anchor shot. Keep power. Cut down. Do you think it's tasty? Rex, just fuck, good talk, man. You're spinning it. It's spinning. Short potato. Ha, Ursula. I don't want to fight you. Hitting, no. Steady. I like your attitude. Why not? Much obliged. Our blade. Poppy will protect Master Paul. Grab a smash. You hurt. Let me go. Good. Spinning. Poppy will protect Master Paul. Oh, take some more. Take some more. Come on. Mach mal. Jetzt hier nicht, warte. Da ist er. Meine Mitzi. So, jetzt können wir auch den Schatz looten, hm? Mausi? Können wir den Schatz looten? What have we here? Flora heals an aching soul. So, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen kleinen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Dann werden wir uns nämlich dort noch unten begeben und da seht ihr auch schon, da sind auch schon ein paar höherlevelige Mopeds. Und die schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.